Kurz nach Klarwerden, dass unsere Jobs wegbrechen, haben wir uns gefragt, wie viele sind wir eigentlich? Wie können wir uns besser organisieren? Ich war am Anfang gar nicht sauer, sondern eher schockiert, also in einer Schockstarre, dass da gar nichts passiert. Es hat sich einfach ganz schnell rausgestellt, dass gar nicht Corona unser Problem ist, ehrlich gesagt, sondern die Situation, wie sie bei uns Musikern schon seit Jahren ist. Und dass nicht nur ich, sondern dass es ganz viele von uns gibt, die das Gefühl haben, wir müssen da mal was ändern. Das ist so die Lieblingslocation von der Maxim-Band gewesen. Wir haben immer Tourabschluss gemacht und so. Also ich check mal jetzt mit ihm. Ja. Und vor zwei Jahren mit Kasala hier so Karnevalsparty. Also schon so in allen möglichen verschiedenen Kontexten diesen Laden gesehen. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsladen, muss ich sagen. Ja, im letzten März, wo plötzlich alle Termine aus dem Kalender gestrichen waren, wo man dann so angefangen hat, sich zu überlegen, werden wir da gerade vergessen? Die Kultur wird als erstes geschlossen und wir Musiker, Musikerinnen sind irgendwie nicht auf der Agenda. Die Soforthilfen kommen nicht an und so weiter. Da habe ich mir überlegt, was kann ich denn jetzt machen? Und bin erstmal den Weg gegangen, den Bürgermeister anzurufen, dann Kontakt aufzunehmen mit Landtagsabgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten, mit der Presse. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an die Bundesregierung, an den Arbeitsminister, Finanzminister, an die Kanzlerin, an die Kulturstaatsministerin und hatte gehofft, dass ich da als Einzelkämpfer was erreichen kann. Und in dem Zuge wurde mir dann klar, dass es eigentlich viel mehr Sinn macht, wenn man sich zusammenschließt mit mehreren Leuten, wenn das eine solidarische Kiste wird und man nicht als Einzelkämpfer dasteht, sondern wirklich als Verband, als Gruppe. Eins der ersten Themen war dann letztendlich auch sofort logisch, wenn es eine sinnvolle soziale Absicherung gegeben hätte, dann hätten wir diese ganze Problematik mit Soforthilfen, Überbrückungshilfen, November-, Dezemberhilfen, die nicht ankommen, wo freischaffende Musiker plötzlich in Hartz IV gedrängt werden vom Staat. Das hätte es nicht gegeben. Und das war so das erste Thema, wo wir gesagt haben, hey, da müssen wir ran für nach der Pandemie. Da müssen wir mit der Politik sprechen, dass wir eine sinnvolle soziale Absicherung schaffen. Während es für Arbeitnehmer grundsätzlich und jetzt in der Corona-Zeit möglich ist, Arbeitslosengeld 1 und Kurzarbeitergeld zu beantragen, ist das für den Großteil von uns freischaffenden Musikern leider nicht möglich, da wir nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen können. Für uns gibt es die Künstlersozialkasse, die sich aber leider nur um die Pflegeversicherung, Krankenversicherung und Rentenversicherung kümmert. Wir stellen uns eine Arbeitslosenversicherung auch für Freiberufler vor. Dabei stellt sich die Frage, wann ist ein Freiberufler überhaupt arbeitslos? Bei der Beantwortung dieser Frage könnten wir uns ein Beispiel am französischen System nehmen, der Intermittence du Spectacle. Bei diesem System wird tagesgenau zwischen freien und Arbeitstagen unterschieden. Wir von ProMusik sind ja alles aktive Musikerinnen und Musiker, die in den unterschiedlichsten Szenen aktiv sind, genreübergreifend. Und deswegen ist das Thema Arbeitsbedingungen natürlich eines der Kernthemen, um die wir uns kümmern möchten, jetzt gerade in dieser Zeit. Und gerade in der Zeit, wenn es denn hoffentlich wieder losgeht und wir hoffentlich wieder arbeiten können. Spätestens seit der Corona-Krise wurde klar, dass sich der große Teil der Musiker und Musikerinnen in erster Linie vom Live-Betrieb und vom Konzertbetrieb ernähren und ihre Einkünfte daraus generieren. Obwohl alle mehr und mehr in Streaming-Portalen oder auf Videoplattformen stattfinden, aber eigentlich kein Geld damit verdienen. Ja, die EU hat im April 2019 die sogenannte DSM-Richtlinie erlassen, die das Urheberrecht in Europa neu regelt und die vor allem allen europäischen Staaten zum ersten Mal ein Recht auf angemessene Vergütung gibt. Das ist für sehr viele Kollegen völlig neu und das ist ein echter Paradigmenwechsel. In Deutschland befinden wir uns mitten in der Umsetzung und das ist so, dass wir da uns wahnsinnig engagieren müssen, dass uns das einmal erlegte Fell nicht von anderen weggenommen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle die Kräfte bündeln und dass wir uns miteinander zusammensetzen und gemeinsam Meinungsbildung, aber auch Informationen betreiben.
Als Verband ist es uns natürlich wichtig, wenn wir zu bestimmten Themen uns äußern wollen, dass wir das auch in Kooperation, in Kommunikation mit anderen Verbänden gemeinsam tun, um da vielleicht den gemeinsamen Nenner zu finden und auch konstruktiv Vorschläge an die Politik dann gemeinsam zu erarbeiten. Ich bin ja Vorsitzender des Berufsverbandes Media Music, der sich um die Interessen von Künstlern, also insbesondere komponierenden KünstlerInnen im Bereich Medienmusik kümmert. Damit sind wir auch MusikerInnen, aber wir können nicht für die MusikerInnen sprechen. Und in der Initiative Urheberrecht, dem Dachverband all dieser Verbände, die sich um die Interessen von ausübenden KünstlerInnen und KomponistInnen und MusikautorInnen und so kümmern, gab es eine echte Leerstelle, weil nämlich tatsächlich die Position der Musikerinnen und Musiker da draußen nicht besetzt war. Es gibt eine Gewerkschaft, Verdi, die sich um diese Leute kümmert. Es gibt eine Gewerkschaft, DOV, die sich um die Orchestermusiker kümmert. Aber so einen richtigen Verband, der aus der Szene heraus die Interessen artikuliert und in die Meinungsbildung sich einbringt, der hat uns echt gefehlt. Und deswegen waren wir wahnsinnig froh, als wir erfahren haben, dass sich ProMusik gründen wird, und haben schon, bevor die Gründung formal abgeschlossen war, sehr darauf gepocht, dass ProMusik mit am Tisch sitzt und mit uns gemeinsam in die Meinungsbildung einsteigt. Es sind nicht nur Leute auf uns zugekommen, die gesagt haben, so, wir wollen unbedingt eure Expertise haben zu bestimmten Themen, sondern es waren auch von Anfang an direkt Menschen da, die gesagt haben, wir finden das ganz toll und wir wollen das unterstützen. Mein Name ist Janina Klavis und ich arbeite bei der Mannheimer Versicherung als Markenmanagerin für die Sound-Equipment-Versicherung IMSound. Wir können natürlich an unseren Zahlen die aktuelle wirtschaftliche Situation der solo-selbstständigen Musikschaffenden ablesen, beobachten das auch mit gewisser Sorge, freuen uns aber umso mehr, dass wir mit diesem Verband die Möglichkeit haben, jetzt eine Unterstützung zu leisten, dass diese Szene hoffentlich langfristig, vielleicht sogar gestärkt aus dieser Situation rausgehen kann. Es ist sowieso total irre. Die Mannheimer arbeitet seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Sparten und Zielgruppen mit Verbänden zusammen. Und bei IMSound musste ich immer sagen, es gibt halt keinen Verband. Es gibt keinen Verband von solo-selbstständigen Musikschaffenden, was nie jemand verstanden hat, inklusive mir selbst. Umso schöner, dass es das jetzt gibt. Wir glauben auch an diesen Verband und freuen uns, dass wir jetzt seit Stunde 1 Partner sein dürfen. Außerdem sind wir im engen Austausch mit der Corona-Künstlerhilfe. Die möchte ich wirklich noch mal so hervorheben, weil die nicht nur Künstler betreuen mit finanziellen Hilfen, sondern eben auch Coachings anbieten, ganz konkret Hilfe, wenn man Probleme mit dem Arbeitsamt hat oder rechtliche Fragen hat, und auch eine psychologische Betreuung anbieten. Ich freue mich, dass wir als First Class Session Artist Support gemeinsam mit der Corona-Künstlerhilfe und dieser fantastischen Initiative ProMusik zusammen kooperieren und ganz, ganz viele tolle Dinge bewegen können. Denn nur gemeinsam geht es. Wenn wir uns solidarisch verhalten, können wir ganz viel schaffen. All diese Themen machen deutlich, dass es eine große Diskrepanz gibt von der Selbstwahrnehmung unserer Branche und der Wahrnehmung in der Gesellschaft. Wir werden gesehen als Geringverdiener, die dankbar sein sollen, dass sie Hartz IV als Hilfen angeboten bekommen. Wir sind aber eine wahnsinnig heterogene Gruppe und stehen in der Mitte der Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die den Soundtrack dieses Landes schreiben, produzieren, aufführen. Jeder kennt, was wir machen, jeder konsumiert, was wir machen, die ganze Zeit, jeden Tag. Trotzdem weiß so gut wie niemand, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wie man uns im Ernstfall helfen kann. Seit dem Anfang der Pandemie leben eigentlich alle Musiker von ihren Ersparnissen. Die Ersparnisse sind nicht unendlich. Und nach fühlen sich immer mehr Musiker dazu gezwungen, den Beruf aufzugeben. Das darf nicht passieren, weil das ein großer Schaden ist für die Vielfältigkeit unserer Musik- und Kulturlandschaft. Es gibt übergeordnete Interessen von ausführenden Musikerinnen, bei denen ist es vollkommen egal, welchem Genre sie angehören. Diese Interessen wollen wir für alle freien Musikschaffenden vertreten. Es ist einfach überfällig, dass freiberufliche MusikerInnen genreübergreifend eine Lobby bekommen und eine Stimme. Und ganz ehrlich, das gibt's einfach noch nicht. Das bedeutet, eine Jazzmusikerin aus Freiburg oder ein Cellist aus Köln steht auch gerade im Moment zu Pandemiezeiten ziemlich allein auf weiter Flur. Und es wäre einfach toll, Ansprechpartner zu haben, vor allen Dingen aber eine gemeinsame Stimme, um Sachen zu bewirken mit der Politik, aber auch mit der Künstlersozialkasse. Deswegen, ich bin mit dabei, ich freue mich, das ist eine Top-Idee. Die Corona-Krise hat gezeigt, was mit unserer Branche passiert, wenn wir keine Lobby haben. Ich wünsche mir, dass wir das ändern, uns zusammentun und in Zukunft unsere Interessen mit einer starken Stimme vertreten. Ah, du machst Musik, das ist ja interessant.
Kann man davon leben? Bist du damit erfolgreich? Das würde man doch niemals in einem anderen Bereich jemanden fragen, oder? Deswegen brauchen Musikerinnen und Musiker dringend eine richtige Lobby. Und zwar nicht erst in Corona-Zeiten, sondern eigentlich auch davor und schon immer. Wie ich es beobachte, geht die Krise an das Ersparte der MusikerInnen. Das Geld zum Beispiel, das für die Rente vorgesehen war, muss jetzt ausgegeben werden, weil die Hilfen nicht reichen. Noch schlimmer trifft es die, die kein Erspartes haben. Deshalb finde ich sehr, sehr wichtig, dass es jetzt Pro Musik gibt, die sich für unsere Interessen einsetzen werden und uns eine lautere Stimme geben. Nicht nur für die freien Musikschaffenden ist es wichtig, sondern auch für uns. Also ich meine, wenn uns eine Sache die Pandemie gezeigt hat, dann ist es ja wohl, wie abhängig wir von Musik, von Kunst, von Kultur sind. Ich unterstütze Pro Musik, weil ich super finde, dass es eine Lobby für Musiker gibt, weil wenn wir alle zusammenhalten, ist unsere Stimme auf jeden Fall stärker, als wenn jeder für sich alleine kämpfen muss. Die internationale Pandemie als Brennglas für unsere gesellschaftlichen Probleme hat gezeigt, dass wir MusikerInnen, Freischaffende, freiberufliche MusikerInnen, eine gemeinsame Interessensvertretung brauchen. Und deshalb ist es super wichtig, dass ihr gemeinsam mit uns Pro Musik seid. Wir Schauspieler haben es vor 15 Jahren geschafft, einen Interessensverband zu gründen, den BFFS, der sich für unsere Rechte stark macht und uns nach außen vertritt. Genau das solltet ihr auch machen, denn schließlich geht es um eure Rechte. Musik darf nicht zur Gratiskultur werden. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass eben MusikerInnen, egal ob auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne, sonst wo abseits der Bühne, weiterhin mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wenn ihr gemeinsam mit uns eine Stimme bilden wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Werdet Mitglied bei Pro Musik. Mein Name ist Axel Müller, ich bin Saxophonist und freischaffender Musiker. Ich bin Pro Musik. Ich möchte, dass wir freien Musikschaffenden endlich eine starke Stimme bekommen. Ich bin Ella Rover und ich spiele Cello. Ich bin Pro Musik. Ich bin Marius Goldhammer, Bassist aus Köln. Ich bin Pro Musik. Ich bin Michaela Danner, Geigerin, Keyboarderin und Sängerin aus Berlin. Ich bin Pro Musik. Ich bin Oleg Hofner, Saxophonist. Ich bin Pro Musik. Ich bin Lukas Berg, Musiker aus Köln und ich bin Pro Musik. Seid dabei, werdet gemeinsam mit uns aktiv. Ich bin Wolf Simon, Musiker und Fotograf. Ich bin Pro Musik. Mein Name ist Kati Kamara und ich bin Sängerin. Es gibt keine Lobby für ProfimusikerInnen. Und die letzten anderthalb Jahre haben uns das klar vor Augen geführt. Ich wünsche mir, dass sich das ändert. Pro Musik kann das bewirken. Ich bin Pro Musik. Mein Name ist Purple Schulz. Ich bin Singer-Songwriter aus Köln, stehe seit 1973 auf der Bühne. Und jeden dritten Dienstag im Monat moderiere ich die Songpoeten auf WDR 4, in denen ich mich schwerpunktmäßig der deutschen Singer-Songwriterin-Szene widme. Und schon allein darum bin ich Pro Musik. Ich bin Olga Scheps. Ich bin Pro Musik, weil ich es sehr wichtig finde, dass wir Künstler in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten. Ich wünsche mir, dass es auch für freischaffende Künstler endlich eine Absicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit gibt. Ich bin Jeffrey Amankwa, freischaffender Künstler. Ich bin Pro Musik. Ich heiße Gudrun Reimers und bin seit circa 20 Jahren als Solo-Selbstständige in der Kulturbranche tätig. Aktuell engagiere ich mich bei der Corona-Künstlerhilfe. Ich bin natürlich Pro Musik. Ich bin Katja Friedenberg, selbstständige Sängerin. Ich unterstütze Pro Musik, weil wir mit einer gemeinsamen Stimme etwas für unsere Zukunft als Musiker erreichen können. Ich bin Pro Musik. Ich bin Bianca Hauder, Kulturjournalistin und Musikerin bei Studio Bleu und ich bin Pro Musik. Mein Name ist Flo Peil, ich bin Songwriter, Musiker, Produzent und Gitarrist bei Casala. Ich bin Pro Musik. Ich bin Vera Klima und ich bin Pro Musik. Ich bin Claudia Chan, ich bin klassische Pianistin und ich bin Pro Musik. Ich bin Maxim, Musiker aus Bonn und ich bin Pro Musik. Ich bin Sally Beck, ich bin freischaffende Flötistin aus Köln und ich bin Pro Musik. Ich bin Tilman Kölner, Radiomoderator, Podcaster, DJ-Kurator und ich bin Pro Musik. Ich bin Ines und ich bin Pro Musik. Ich bin Demian und ich bin Pro Musik. Ich bin Pro Musik. Ich bin Pro Musik. Wir sind Pro Musik. Ich bin 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 Pro Musik.
Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik. Ich bin pro Musik.